Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen. Ich stehe hier auf dem Hügel und ich muss Sachen machen und ich muss Sachen kontrollieren. Und zwar performance-technischerweise, denn ich will an Sachen ausprobieren. Ich habe natürlich die Grafikkarte jetzt gerade will er mal auf 4K hochgeknackt. Rendert das aber, also nicht rendern, sondern ich nehme das 4K spielig, aber ich nehme das auf in Vico HD. Also quasi sollte die Qualität noch ein Stück besser sein. Aber ich weiß nicht, was das mit der Performance anmachen tut. Wahrscheinlich nichts Positives. Aber ich möchte das ausprobieren. So, also, das ist hier pflanzt. Na, warte mal, die wollte ich ja abreißen. Die sollen ja woanders aufgestellt werden, wo sie uns produktivermäßig besser unterstützen. Ja, wie gesagt, alles für euch probiere ich hier aus. Dann wäre das auch nett, wenn er das orientieren. Was wollte ich denn jetzt sagen? Honorieren. Und zwar Däumchen, Träumchen. So honoriert man sowas. Warum horn... Was ist denn hier los? Warte mal, ich muss mal Sachen hier... Ich muss doch jetzt mal runter Sachen loswerden. Na, ihr kann eben nochmal mit dem Panzer hochfahren. Panlike begrüße die. Also bis jetzt lüftet ja. Die Frage ist, das, wie das denn laufen tut bei Sons of the Forest und Seven Days. Bei Seven Days habe ich jetzt schon Angst vor. Ha, ja. Na, da habe ich auch Angst vor. Ich hoffe, dass ich das alles so bestücken kann, wie das sein soll. Und dass es dann eben halt, wenn das denn losgehen tut in der nächsten Horde, dass das auch so funktioniert. Weil, wie gesagt, ich habe ja neu verkabelt und neu angesteckt. Mal kicken. Das wird bestimmt sehr, sehr mysteriös. So, jetzt muss ich erstmal kicken, was ich hier wegschmeiße. Darf ja auch nicht alles wegschmeißen. Weil sonst kriegen wir nämlich eine ganz gewaltig auf den Sack. Ich habe hier immer noch eine Falle. Na, da bin ich aber drauf reingefallen. Wie kommt denn ditte? Ich weiß es nicht. Mit der Musik nochmal. Warten Sie mal. Ach, weißt du was? Kann ich eigentlich darin knacken? Es wird da reingeknackt, was drin geknackt werden kann. Schönen guten Tag. So, jetzt muss ich erstmal kicken. F. Ja, F ist richtig gewesen. Ich komme immer noch nicht spieletechnischerweise mit klar. Diese Umstellung ständig. Ich muss mir wirklich mal dran angewöhnen, dass ich jeden Tag jeden Spiel spiele und dann... Das könnte zu Verwirrung führen. Meinerseits mäßig. Aber das ist ein anderes Ding. Weil ich versuche, gerade so ein paar Sachen zeittechnischerweise auf der Reihe zu kreieren. Das ist ja nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So. Aber wie gesagt, andere Ding. Ab Beta, der Fink. So. Ist der darin. So, jetzt fahre ich da hoch. Ja, den Rest habe ich mir bei. Jetzt fahren wir da hoch. Wir fahren. Reißen das ab. Und dann geht's los Richtung Schneebiom. Mal kicken, mal schauen, was wir da haben. Ja, gut, erstmal hier nichts. Apropos nichts. Warum habe ich da nichts? Also nichts ist ja mal gar nichts. Dürfte eigentlich ja nicht sein. Das ist doch Benzin. Hallo? So ein Ditte. Mach mal so, dass das geht, ja? Kann auch ganz anders. Und zwar mindestens dann, wenn ich den Flammi aufstellen muss. Und da hinten sammle ich gleich wieder auf. Solange ich noch Zeit habe, kann ich das machen. Hinaus. Hinaus. Gut, das mit der Treppe, mit den rausfahren, ist jetzt nicht so optimal. Also nicht completed optimal. Aber ist immer noch eine Band und wir werden es schon noch irgendwie hinkriegen. Also wir machen jetzt eben auf Austin Powers. Oh, nee, andersrum. Ja. Nee. Ja. Ja. Nur nicht mit so viele Sprung, weil ich kann immer noch nicht einschätzen, ob ich hier über die Klippe gehen kann mit dem Panzer. Aber ich sage erstmal ja. Ja. Aua. Ups, ganz vergessen.
Mann, hallo. Alter, das ist... Aber das ist nicht mehr lange. Das gute Stück der Technologie ist schon unterwegs. Ich habe eine Tastatur bestellt. Ich habe aber mich diesmal nicht für entschieden, also ich keine mechanische mehr. Also ich habe mir jetzt wieder eine Rubber Dome geholt. Das ist leichter und hält auch ein bisschen mehr aus. Aggressivität! Und so, wisst ihr? Warte mal, da muss ich das jetzt nochmal schnell rausholen. Ja, habe ich gemacht. Und ich habe mir auch diesmal auch keine teure gekauft. Ich habe mir jetzt eine stinknormale geholt. Eine stinknormale. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Eigentlich hat mir nur interessiert, ob ein bisschen wegen der FPS die Beleuchtung hinhauen tut. Man wies es ja. Mehr Beleuchtung, mehr FPS. Und, naja, eigentlich war das wichtig für mich gewesen, ob da musikmäßig laut und leise schalten war. Das ist bei mir. Das erste, was ich, wenn ich eine Tastatur kaufe, ist, ob ich da irgendwie einen Knauf dran habe, um die laut und leise zu stellen. Frag mich nicht wieso, aber das ist so, weil ich sehr, sehr viel Musik höre. Was soll ich machen? Sehr schön. Ja, habe ich ihn gefunden. Ist eine Billigmarke, sieht aber sehr, sehr, sehr gut aus. Man hätte jetzt sich auch die Namen merken können, aber Rätsel habe ich nicht. Ich weiß bloß, Hurricane, genau. Ist nicht so gut, also, gibt Leute, die das nicht mögen. Aber mir ist erstmal der Name total schnuppe. Völlig egal. Hauptsache, das Ding funktioniert. Tut das, was er machen soll. Und das ist gut. Und ich hatte eine Kamera gehabt, bevor ich mir hier die Logitech geholt habe. Und das war eine Kamera für Umme. Also, die war wirklich nicht teuer. Die habe ich auch gleich meine Nichte weitergereicht. Full HD. 60 Hertz. Bildqualität war so Toaster-mäßig, aber das Ding für so ein Call arbeitmäßig reicht das vollkommen aus. Was der Faktor war der Preis. Und zwar ungelogen, die hat 30 Euro oder so gekostet. Und das waren die ersten Kamera-Videos, die ich gemacht habe. Die waren mit der Kamera. Und die Qualität, die war eigentlich brauchbar. Also für Anfänger ist die eigentlich ganz gut. Jo. Und dann bin ich ja auf die umgestiegen. Es war eine super Idee, war das gewesen. Doof ist, im Nachhinein war das eine Investition, wo ich mir sage, naja, hättest mal eine andere gekauft. Für den Preis. Um das mal ein bisschen näher zu erläutern, ich habe nämlich hier die Streamcam von Logitech. Es war gut, dass du die hochkant... Warum sollte ich hochkant aufnehmen? Damit kannst du dann quasi Vlogs zu Hause machen. Ja, dafür nehme ich ein Handy, wenn ich sowas machen würde. Aber doch nicht sowas. Ja, der Bildausschnitt, die Leistung, was sie zieht. Da musste ich erstmal zwei, dreimal rumklicken, bis ich dahin gekommen bin, dass es brauchbar ist. Also vermutbar brauchbar. Naja. Jeder, der das mal hier machen tut, wird irgendwann mal eine Investition machen, die ihm viel gekauft ist. Da machen wir uns mal nichts vor. Da ist keiner vorher geteilt. Der eine macht das mehr, der andere macht das weniger. Aber so ist es, dann kann man immer noch Sachen weiterreichen. Muss man meine Nichte fragen, ob bitte ihrer Zustimmung gegeben war. Ah, ist ein anderes Ding. Ja. Das Ding ist kaputt. Wie gesagt, jetzt bin ich bloß noch. Also ich hoffe, dass das jetzt hinhauen tut mit der Tastatur. Also wie gesagt, der Klackverhalten sollte für mich optimal sein. Ich will das nämlich nicht mehr haben. Und eben halt, dass die Escape-Taste rumspinnen tut. Alter. Aber ich habe schon gedacht, so, pass auf, dann schließe ich das Ding an.
selbe Problem immer noch. Problem ist Windows. Was ja nicht aus der Luft gegriffen ist. Was haben wir denn da? Was sahen denn da meine vertrockneten Augen? Achso, das bloß sehen fast die anderen Zähne nicht. Ja, wie ihr sagt. Da kicken wir mal und dann... Wie gesagt, die sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte mir eigentlich hier vom Wolfskin erst holen. Na, ist auch eine Billigmarke. Aber ja, gut, sehr gut bewertet. Vor allen Dingen, was er da mitkriegst. Da hätte ich ein Mauspad... Ja. Da hätte ich ja ein Mauspad mitgekriegt und eine Maus. Aber gut. Ich habe schon wieder was vergessen. Haha. Hatte ich nicht noch gesagt, beim nächsten Mal nehme ich hier das Zeug mit zum Umwand... Ja, habe ich vergessen. Naja. Auf hier oben ist es nicht. Auf hier oben ist nicht auf hier oben, so rum. Beim nächsten Mal. Aber ey, was ihr da an Geld investieren könnt, Alter, liegt ja nach oben. Logischerweise gibt es da keine Grenzen. Kann ich mir jetzt noch nicht leisten. Oder kann ich mir generell nicht leisten. Hey, kauf mir doch keine Kamera für über 1000 Euro. Das sage ich jetzt. Warte mal, in 5 Jahren. Ja, wird genauso sein. Ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren mir irgendwie hier in so eine Kamera für 5000 oder... Ja, 5000 ist ein bisschen übertrieben, aber für 1000 Euro. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Qualität hin oder her. Wer macht denn sowas? Qualität gibt's auch Dienst, ja. Ja. Das ist der falsche Fasskabin. Ja, der steht aber da. Generell, ich habe mal jetzt wirklich mal ohne rum, ich habe mir mal so nachgekickt, wie ist das, so kameramäßig und so, weil ich ja auch manchmal auch Bilder zu Hause und so, ne? Alles schön und gut. Da könnte man vielleicht sagen, ja, dafür würde es sich nur rentieren. Aber dann habe ich gesehen, weil OBS schmeißt ja auch Kameras raus. Nee, nicht OBS, bin ich denn doof? Da Vinci, genau. Habe ich mir so gedacht, das ist ein Filmstudio, die werden schon wissen, was sie machen. Bis sie den Preis gesehen haben. Könnt ihr euch noch erinnern, was ich vor kurzem noch gesagt habe mit die 1000 Euro für eine Kamera? Das ist ein Geschenk, ist das. Alter, eine Kamera für so ungefähr 4000 Euro. Holy shit. Und die zweite, glaube ich, hat so ja noch mehr gekostet. 6 oder so. Ja, Siggi. Das Ding soll Bilder machen. Da kannst du auch Filme aufnehmen. Also Videos, meinte ich. Aber das ist ja denn schon oberste Klasse, war. Also da ist denn... damit kannst du dann auch 8K-Videos drehen und so. Mich in 8K will keine Sau sehen. Aber man kann das ja, also jetzt nicht, dass ich da sowas mir holen würde oder so, aber wie es was in 5 Jahren ist oder so. Bin ich denn noch da? Machen euch meine Videos denn immer noch Spaß? Mache ich denn, keine Ahnung, Blumenvideos oder so? Wer weiß? Vielleicht bin ich dann später auf dem Blumentrip. Survival-Blume. Ich weiß, es ist nicht lustig, aber irgendwie denn doch. Na, ich werde hier wahrscheinlich, wenn ich hier in 5 Jahren noch sitze, sind immer noch Survival-Spiele. Hallo? Ich habe das 11 Jahre hinter mir. Stimmt nicht, so ja 20. Nee, generell, seitdem ich einen PC habe, spiele ich Survival-Spiele. Ja, war? Alte Gewohnheit oder so? Eine alte Blume sollst du nicht umpflanzen. Eigentlich heißt das ein Baum, aber einen Baum kriege ich hier nicht drin. Haha. Wenn ich überlege, wie lange ich, also generell, Community-mäßig, wie lange wir 7 Days spielen, das ist ja schon holy shit. Und das wird nicht langweilig. Das ist schon mal krass, wa? Also so ein Spieler, wenn man jetzt hier Minecraft mit in bezieht und so, weil wie gesagt, darauf basiert ja 7 Days. Wenn man das darin zieht, wie lange da der Spielspaß hält, ne? Das ist Wahnsinn, ist das da.
das ist Wahnsinn. Und ich bin froh, dass die Pimps gesagt haben, auch wenn das Spiel dann fertig ist, wird es genau weiterentwickelt. Das ist genau meins, was ich im Kopf hatte. 7 Days, aka Minecraft-Style. Jedes Mal was Neues. Ich glaube, damit können wir alle leben. Das ist nice. So soll das sein. Und dann irgendwann mal 7 Days 2. Das große Sterben geht weiter. Naja, die haben ja eigentlich angekündigt, dass sie eigentlich hier so das langsam Richtung, also Gold deswegen, weil die wollen andere Projekte irgendwann mal machen, ne? Wo gefährliche Halbwissen. Also irgendwie habe ich sowas mal gehört. Bin ich der Meinung, oh, da sind noch mehr Fässer. Ich kann mir ja nicht vorstellen, was wollen die denn machen? Da bleibt doch noch 7 Days 2. Oh, und ich habe, habe ich mir gleich markiert. Ich weiß zwar nicht, ob es so gut wird, wie ich mir das vorstelle und wie sie das so zeigen. Und zwar Krieg der Welten als Survival-Spiel. Also ich habe da noch ein paar Sachen im Kopf gehabt, die sie so hätten machen können. Oder machen können. Weil es ist ja noch nicht mal raus. Oh, Alter, das wäre so geil. Also ich stelle mir das gut vor, weil du bist immer auf der Flucht. Vor die großen Viecher kannst du erstmal nicht ausrichten. Würde ich jetzt erstmal so sagen, also gut, die Story wäre schon linear, wa? Also man weiß ja, wo das hinlaufen tut. Denkt man sich. Man kann es ja auch so machen, also quasi, dass die Viecher, die großen Tree Pots, irgendwann mal bekämpft werden, also wie in den Filmen. Aber der Kampf geht ja dann weiter. Dass eben halt die kleinen Viecher irgendwie da rumlaufen oder sonst was. Und vor den großen ist man auf der Flucht. Die passen sich ja auch irgendwie an. Kann mir nicht vorstellen, dass wenn mal sowas geben ist, ein Angriff, dass die einfach mal sagen, ach, boah, ich hab gar keine Lust mehr. Ich lass jetzt. Ich lass die mal in Ruhe. Nee, nee, so wird es nicht laufen. Die würden sich auch anpassen. Aha, so und so ist es. Also machen wir eine neue Strategie. Und das als Survival-Spiel. Holy, das wäre aber ja bestimmt lecker. Würde ich jetzt mal sagen. Quasi, dass man unter... wie bei 7 Days, dass man gezwungen ist, unterirdisch zu bauen. Weil die ja oben alle platt machen. Das wäre doch. Also, falls Sie das sehen sollten und Sie bräuchten neue Innen, also Kopfsachenmäßig, ich habe da ein paar Ideen. Aber ich habe mir gleich markiert, weil wie gesagt, ich fand den Film und damals auch die Serie und da gibt es ja mehrere, also manche streiten sich, was zuerst war, weil zu DDR-Zeiten ja auch so was ähnliches. Hat sich das aber so abgeguckt und so, hat das bloß ein bisschen verändert und so. Ja, ja, ja. Ich fand das interessant immer. Ich fand so ja den Film gut hier, Krieg der Welt mit allerdings. Ich schäme mich, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ihr wisst hundertprozentig, wie mit meiner hier. Tolle Genie-mäßig. Tom Cruise, Mensch. Mann, 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 Mann. Gerade so noch die Kurve kriegt. Kannst du sagen, was du willst über den? Aber schauspielermäßig ist der schon ein ganz spezieller Fall. Ui, 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 ui. Paket hatte ich mitgenommen, aber ich weiß, die Frage jetzt zu stellen ist ein bisschen spät, aber man darf ja nochmal fragen, wa? Ja. Und ich kick mir den Film immer noch gern an. Also Krieg der Welt mit Tom Cruise. Der zieht sich zwar wie ein Kaugummi. Manche Stellen. Alter, vor allen Dingen allerdings hier Flucht hier, aus dem Knast hier. Oh, ich komme jetzt nicht auf den Film. Hier, Shawshank. Wo der sich mit den Steinpickel da durchgebuddelt hat. Der macht ja auch da mit, wisst ihr?
Ja. Wir sind bei euch. Mag da den Film? Oder nicht? Warum nicht? Könnt ihr wieder ankreuzen? Warte mal, ich muss mal hier Slalom machen. Slalom. Ja, so jetzt hier nochmal rum. So. Und ich bin da jetzt zugekommen, mir den Ghostbusters-Film anzuschauen. Die neuen. Naja. Sagen wir mal so, es schaut sich weg. Aber, ja gut, hätte man sich die Erwartungen nicht so hochschrauben sollen, wa? Also, naja, so hoch, Wahnsinn. Der lässt sich gucken. Sagen wir mal so. Er ist kein super Ding, aber schlecht ist er auch nicht. Ich war eher enttäuscht hier von Godzilla hier, Dings hier. Den halt mir nicht hoch angekickt. Ja. Da kickt mir lieber hier Godzilla One an hier auf Netflix. Keine Werbung, keine Bezahlung. Aber das ist ja nun mal wahr. Der ist nämlich besser. Find ich. Ja, wie gesagt, ich hab mir den auch angekickt. Ich hab mir alle Bilder gleichzeitig angekickt gehabt. So viel Zeit hatte ich gehabt. Ah, nee, ist bloß ein Briefkasten. Ja, da war so. Aber wie soll ich das sagen? Puh. Ja, war schon okay. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich das Geld nicht ausgegeben. Vielleicht sollte man bei so einer Filme warten. Was aber auch schwierig ist, weil sonst können die so eine Filme nicht mehr machen. Das ist natürlich die Krux an der Sache. Ich hoffe ja wenigstens, dass Beetlejuice gut wird. Vor allem der zweite Trailer ist ja jetzt auch da. Naja. Schauen wir mal, wa? Das sind auch bloß so festen Fässer. Es könnte sein, dass es gerade angefangen hat zu regnen. Bin mir da nie so ganz sicher. Das hat so sich angehört wie ein Tropfen. Wie gesagt, ich habe eine Dachwohnung. Da bist du ganz schnell hell. Falls es irgendwann mal laut sein könnten, tut ein Täten, wisst ihr Bescheid. So, und die nehme ich natürlich hoch mit. Wir haben mehr Zeit. Wir sind ja bloß unterwegs, um Sachen einzusammeln. Für die eventuelle Munition, die ich aber hundertprozentig brauchen könnte. Also nicht könnte, sondern die brauchen werde. Und dann hoffe ich, dass mit den Strom hinhauen. Also, ich meinte jetzt, Schnauze. Also, das meinte ich jetzt nicht, aber ich meinte jetzt so für unseren Real Gun. Ich will, dass die real ist. Haha. Noch ein Ölfass, aber ich will gerne mal. Oh, guck mal hier. Wir haben schon 100, also wir haben 1000 schon mal voll. Das ist ja mal voll cool, ist das. Also, wenn ich jetzt auch noch den Flammi bauen kann, wenn wir zurückkommen, was durchaus möglich sein sollte. Also, ich sag mal so, Benzin sollte nicht das Problem sein. Also, wenn ich was hab, ist es bald ein kaputtes Auto. Und ein paar kaputte Kisten, Alter. Bloß nirgendwo mehr gegenknallen. Gleich mal nachschauen. Die 8 bitte, weil meist. Na, siehst du? Das ist nämlich das Problem. Da muss ich nämlich ab und zu mal drauf achten. Wenn ich Sachen kaputt ditche, dass das passieren kann, dass die uns das kaputt ditchen. Ditchenderweise.
Ditch ist wohl wahr. Ich kann schon wieder nicht aufhören. Ist euch aufgefallen? Falls nicht, ich hab's euch gesagt. Haha. Dieses Bäumchen. Das wird uns weiterhelfen. Schönen guten Tag. Mehr wollte ich nicht sagen. Aber ich müsste vielleicht auch noch auf dem Weg zurück. Wenn so viel Zeit sein sollte. Und ich hoffe, dass es auch die Höhle ist. Höhle. Das übertreibt man nicht. Ja doch, ist ja eine Höhle. Ist ja eine Mine. Mine ist Höhle. Höhle ist Mine. Mine ich mal. Dann müsste ich nämlich mal ganz schnell in die Alu... Sache nochmal rein investieren. Sonst geht uns das Aluminium bald irgendwann mal aus. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Ich hab letztes Mal noch gesagt, ey, das sind so ein paar Hannisse. Wo gibt man das wieder Benzin? Da hinten ist auch nochmal Benzin. Ist ja ein Traum, ist das? Ein Traum für uns, ein Albtraum für Sie. Level up. 74. Mit 74 Jahren. Da klopfst du auf Fässer. Tralalala. Schubidubi da. Gut, das passt nicht. Obwohl, nein, ich bin mir da noch nicht so sicher. So, jetzt gehen wir nochmal hier lang. Hallo, Sie sind auf der falschen Seite des Zaunes. Und sacken das hier auch nochmal ein. Ach, das war ja auf der Seite. Okay. Sprunghaft! Alter, mit dem Benzin, das läuft ja heute mal richtig, wa? Macaroni und holy shit. Nee, das passt nicht zusammen. Oh, ich glaube, ich hol mir nachher eine Packung. Spaghetti. Carbonara. Oder so. Boah, ich hab wirklich darauf Hunger. Krass. Ich wollte mir eigentlich nachher irgendwas Lasagne-mäßig machen. Aber jetzt habe ich irgendwie Hunger auf sowas. Sorry, falls ich euch jetzt Hunger mache. Ist nie ganz beabsichtigt. Aber vielleicht habe ich euch eine gute Anregung gegeben. Haha. So, warte mal. Das ist ganz gut, dass ich das jetzt mache. Warten Sie mal kurz. Jetzt kriegen wir gleich Hitzewallung. Man muss einen eiskalten Kopf bewahren. Oh ja. Holy Macaroni. Ja, gut. Ist doch gut. Mit deinen Macaronis. Nee, ist nie. Macaroni kann man nie genug haben. Aber ich sollte wirklich damit aufhören, rüber zu quatschen, weil sonst, also wie gesagt. Mein Magen sagt nämlich auch jetzt gerade langsam so, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Kannst du einfach mal das Essen sein lassen? Ein einziges Mal. Ist denn das zu viel verlangt? So. Na denn? Das war nicht so gut. Das werden wir aber sehen, was danach ist. Jetzt haben wir jetzt erstmal alles ein, weil wie gesagt, wir hatten ja keinen Kupfer. Kein Schwafel. Kupfer ja auch nicht. Jedenfalls nicht in der Form. Wenn wir ja sehen, was wir jetzt haben. Wir hatten letztes Mal über 100 gehabt. Wir sollten eigentlich jetzt mehr haben, weil ist ja mehr aufgestellt worden. Verdammt, beim nächsten Mal ist es noch mehr. Warten Sie mal, ich hab da so ein Platzproblem. Inventartechnischerweise. Wer hätte es gedacht haben? So, EMAT. Man kann das darin. Das interessiert mir ja gar nicht. Jetzt hast du jetzt. Und nachher. Aber erstmal hier so. Das Zeug hier alles weg. Das kann auch weg. Die Spulen und so können weg. Kann ja auch weg. Was ihr hört?
Warte, ich hol mal gleich hoch das Zeug wieder hier raus. Weil das brauche ich ja so oder so. Das wird gleich wieder voll. Voll uncool. Brauche ich auch noch? Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht brauche ich das. Vielleicht aber auch nicht. Haben und brauchen. Wie gesagt. Na, den brauche ich auf keinen Fall, glaube ich. So. Ich glaube, das müsste reichen. Oh, auf jeden Fall das umzulernen. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt auch wieder die ganzen, die ich abgebaut habe, auch wieder aufstellen kann. Na, das ist aber schwefeldoof. Gut, ich habe zu Hause noch, wie gesagt, Schwafel. Aber das ist nicht die Masse, an die ich gedacht habe, als ich hierher gekommen bin. Aber gut. Warte mal, X. Ja, hier ist ein gerastet. 2, 3, 4. Haut genau hin. Wie Arsch auf einmal. Krass, wa? So, nachfüllt. Und beim nächsten Mal wird es munitionstechnischerweise noch besser für uns. So, ich glaube aber, das sollte jetzt denn reichen. Das nächste Ziel ist jedenfalls Benzin. Das war das denn auch hinter uns haben. Und damit sollten wir denn unsere Probleme gelöst haben. Dann können wir uns um die Base kümmern. Weil ich bin jetzt, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe, eine zweite Base zu bauen. Also, nicht eine zweite Base, das ist halt eine Base-Vergrößerung. Und zwar brückenunterhalb mäßig. Als ich das gesagt habe und aufgehört habe, wird immer durch den Kopf liegen lassen habe, hier liegt das für eine gute Idee. Schon von der Aussicht her. Das ist bestimmt cool, oder? Wenn ich jetzt noch mal eine Plattform unter der Brücke baue, das sieht bestimmt geil aus. Bin ich der Meinung. So, das haben wir. Das ist fertig. Jetzt kommt die große Überraschung. Nein, das ist er nicht. Das ist er. 18 Stück. Nein, es ist weniger, als ich jetzt vermutet habe. Aber ich glaube, 30 Stück hat man zu Hause, ne? Aber Kupfer, gibt euch das mal an hier. Uiuiuiui. Ist aber auch weniger, als wir letztes Mal hatten. Was ist denn das hier? Was soll denn das? Und außerdem, hier ist noch einer. Warum kann ich keinen... Was fehlt denn jetzt? Geschmiedetes Eisen? Das ist alles? Warte mal jetzt. Das lass mir mal hier durch hier. Warte mal, ich baue mir mal kurz eine Schmelze, würde ich mal sagen, wa? Was sollte drin sein? Schmelze? Schmelze? Schmelze. Die Säge. Die ist da. Und dazu brauche ich jetzt nochmal Holz. Das. Ich wollte den bloß rausdrücken, aber irgendwie, wie gesagt. Aber das hat ja bald ein Ende. Hoffe ich doch. Pump ab da. Pump es ab. Ja, pump es ab. So, dann stecken wir nämlich nochmal zwei hin. Sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn ich. Also, sollte ja hier. Nee, hier macht ja keine. Macht ja keinen Sinn. Ich habe jetzt gerade so überlegt, wenn ich hier eine Pumpe hinstelle. Das sollte Blödsinn sein, oder? Na gut, habe ich. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Aber ich kann ja jetzt. Die Schmitze gerne hinstellen. Hätte gerne machen wollen. Hätte ja den. Mache ich auch nicht. Der ist ja nicht umsonst da. Also. Ein Ofen der Schmelzung herstellen. Wer weiß, vielleicht breite ich das doch nochmal hier aus. Und wer weiß, vielleicht baue ich hier auch nochmal eine zweite Base oder so. Wer weiß das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt. Kann viel passieren. Ja, das ist immer scheiße. 2 Stück. Ja, nee, ist doch klar. Und Platz habe ich auch nicht. Gut.
Dann muss ich nochmal rüber, dann muss ich den hier noch einen Sack geben und dann... Warum muss ich das? Wir haben 10 Uhr. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir fahren jetzt nach Hause. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wie gesagt, ich habe ja bloß gesagt, dass ich mal kurz hier nachschauen möchte. Das haben wir gemacht. Oh, ich könnte nochmal in den Kaufhaus rennen. Also, wenn ich das sehe und da rinkomme. Was habe ich? Nix hast du. Gar nichts. Warten Sie mal. Aber ich kann ja in der Stadt noch ein bisschen hier, da. Sag nicht, dass du nix hast. Es ist wenig, aber nix ist es auch nicht. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns noch ein paar Sekunden. Und zwar in Kaufhaus. Also, wenn ich noch ein bisschen Geld finde, ich will nämlich gucken, ob ich den Wobbler da finde. Also, ich möchte hier auch mal hier hinten angehen oder so. Und ich würde nicht... Also, normalerweise müsste ich da auch hier mit diesem Panzer hier wassermäßig mobil auch komplett hier rumfahren können, wa? Es war eine sehr, sehr weite Reise, aber möglich sollte das doch sein, oder? Weiß ich nicht. Also, halten wir fest... Wir können ein paar Raketen machen, wissen aber nicht, ob es reichen wird. Wir wissen aber auch nicht, ob das gleich sofort durchballert. Dann habe ich ein Problem. Das Problem ist nämlich, dann muss ich das abklemmen, reparieren und hoffen, dass der Rest halten tut. Und dann will er I'm Walking machen. Das ist nicht, was ich heute vorhatte. Also in der Horde. Die dann bald ansässig ist. Hier habe ich das fast übersehen. Aber bestimmt nicht übersehen, weil das ist eins in gewesen. Habe ich ignoriert. Ich hab's ignoriert. Aber ist ja halt so wild. Also ich muss sagen, jetzt ist es also die Performance. Ist schon ja nicht so verkehrt. Das Einzige, vor was ich denn später Angst habe, ist denn, wenn ich nachher im Schnitt sehe, wie groß die Dateien sind. Weil ich weiß nämlich aus Erfahrung, ich habe gestern, gestern oder vorgestern, habe ich jene Folge kürzen müssen, weil viele Laufwege und hast du nie gesehen. Ist aber nicht, welches Spiel wird jetzt haben wir. 7 Days, Night of the Dead oder The Forest oder Enthralled. Eins von den Spielen. Suchtet doch hier aus. Eins von denen war gewesen. Ich glaube, das war Enthralled gewesen. Jedenfalls waren das über 1 Stunde und 30 Minuten. Wo ich dann runterkürzen konnte auf 1 Stunde. Also unter 1 Stunde. Und 59 Minuten in die Folge oder so. Danach. Viel gekürzt. Aber trotzdem, die Videodatei, die war 130 GB groß. Alter, sowas hatte ich schon lange nicht mehr. Vor allen Dingen jetzt, wo ich das alles so ein bisschen abgestimmt habe, dass die Dateien zwar die Qualität so ein bisschen okay sind. Also ich würde sagen, nicht, dass so schlecht ist die Qualität. Aber die Dateien sind kleiner. Habe ich ja nicht so schlecht gestaunt, als ich das gesehen habe. Hat mir auch gefragt, wo kommt denn das her? Geh doch mal aus dem Weg, du. Schlumpf, du. Oh, hier sind ja auch nochmal Fässer. Achso, ich bin ja andere Seite lang gefahren. Nimm ich mit. Haben und brauchen. Mach einen Kopf zu. Oh, danke. Das war nie so gemeint. Ich wusste ja nicht, dass du mir deinen Knüppel zeigst. Ist ein großer Knüppel gewesen. Nochmal Benzin. Also Benzin sollte nicht das Problem sein. Also war sowas von überhaupt nicht. Na, ich fahre jetzt den Weg. Wieder zurück. Schnauze. Dann schneide ich dich auseinander. Dann bist du nicht mehr in ein Stück. Du Stück, du. Siehst du, er bestätigt das. Du bist ein Stück. Boah, jetzt muss ich aber erstmal kicken, wo der Laden war. Also... Mein Orientierungssinn des Todes sagt mir, das war hier, aber ganz sicher bin ich mir da nicht.
Nee, nee, dafür ist die Stadt zu klein, wa? Das ist, glaube ich, war das nächste, oder? Ja, da ist es doch. Da ist es doch. Komme ich jetzt hier rüber oder muss ich rumfahren? Ich muss rumfahren, wa? Oh, hier ist die Bank. Die Bank gewinnt immer. Aber erstmal gucken, ob ich hier noch 2 Geld rauskriege. Nepal, Nepal, alle kaputt hier. Och, das kann doch nicht sein. Lust, ihr Chef hier jedes Mal. So, hallo? Ich wollte jetzt gerade sagen. Naja, gut. Nicht so viel. Aber es könnte schlimmer kommen. Es könnte anfangen zu regnen. Und wer weiß, vielleicht ist ja da noch eben Geld oder 2 Geld drin in dem Kaufhaus. Also, wenn nicht da, wo denn sonst? So. Dann gucken wir mal, ob wir da einen Wappeler finden. Dann hätten wir endlich die Angel vereint. Schnauze. Ich park gleich hier. Mitten in der Einfahrt. Was soll passieren? Panorama. Shoppen Sie bei Panorama. Na, wenigstens hier kein Anstehen. So, warten Sie mal. Tja. Meine Reaktionszeiten des Teufels. Ich hätte mal, ich würde mir wünschen, ich hätte dieselben Reaktionszeiten, was mein Inventar ansagen tut. Warte mal, ich sollte nicht mit so viel Müll, war also. Gib mal hier. Money, money. Makes me funny. Habe ich doch gesagt. Alter. Also, das heißt, das ist alt hier respawned. Gut, hier waren wir ja auch ein, 2 Sekündchen nicht mehr drin gewesen. Muss ich bloß noch ein paar Automaten suchen. Hallo Sie, haben Sie ein paar Wechselautomaten gesehen, so geldmäßig? Also ich bräuchte mal ein bisschen, ein wenig Cash auf der Tisch. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Leicht ein bisschen mehr. Das wäre nett. Give me your money! Ne, money werden das. Kenn ich nicht. Naja, gut. Das ist jetzt. Das sollte ich ja später machen, wa? Spätestens denn, wenn ich da durch bin. Warte mal, das sollte ich auch nochmal ganz schnell ändern. Das haben wir ja letztes. Ja, nicht mal so lange her, als ich mitgekriegt habe, dass das scheiße ist, wenn ich die da nicht habe, wo sie gehören. Das war ein Desaster. So. Das ist noch mehr ein Desaster. Ich gehe nochmal raus, schmeiße die ganze Eisen raus. Das hätte ich, ja, ich weiß, das hätte ich sofort machen sollen. Habe ich aber nicht. Ein Barbershop. Hat der geöffnet? Ich glaube nicht, Tim. Autsch. So, das ganze Eisen raus. Dann haben wir ungefähr so ein paar Minütchen. Und dann werden wir in der Zwischenzeit den Laden leer machen. Genau, so ist es. So. Ja, das darin. Kann ich ja jetzt machen. Hat ja jetzt keine Relevanz. Eigentlich brauche ich das auch nicht hier. So. Das, was ich brauche, ist die Kohle. Ey, Alter, was ist mit der Kohle? Und so viele brauche ich auch davon nicht. Die brauche ich jetzt auch nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht so viele finde, dass ich das voll mache. Aber man weiß ja nicht.
wenn ich für was bekannt bin, dass ich mein Inventar vollstoppe. Mit allen möglichen Sachen. Ob sinnvoll oder sinnfrei, da streiten sich noch die Geister. Also streiten sie nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Oh, warten Sie mal. Es tut mir leid, ich brauche deine Knochen. Wo geht's hin? Da ist er. Die. Weil gegen jetzt schrieb mir den Penner. Siehst du, das ist vielleicht so, die schmeißen sich einfach hin, weil sie. Ach, vielleicht kriegen sie eine Runde mit Glade. So, da bin ich wieder. Ich muss da nur hochstellen. Lassen Sie mich hier in Ruhe. Ich lasse dich erstmal ankommen, wa? Ja. Ja. Aber schneller. Oh, ich selbst erschauend. Aua. Aber wer weiß, vielleicht. Ja, nee, hier ist ja vielleicht kein Schneebiom. Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht finde ich ja hier ein Lieferschwert. Daneben! Volltreffer! Autsch! Du hast deinen Kollegen gerade angekotzt. Na, da kickst du doof, wa? Mit deiner Knollennase. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn er die mit einem Schwert oder irgendwie, dass der anmarkiert ist, hast du eine Knollennase? Der Kick! Hüpf, ich glaube, ich habe Hunger. Oh, ich habe das Essen habe ich ja noch gar nicht drin. Da ist es. Da ist es! Lecker Schmagofatz. So, hier war das noch nicht, ne? Also, hier war das noch nicht. Hier war Viehzeug, genau. Oh, aber hier kriegst du ja auch das und so. Oh, Alter, hier kriegst du auch Knochen. Tätig die Kohle haben, dass sie die rausprassen könnten. Würde ich es trotzdem nie tun. Wahrscheinlich doch. Alter, da habe ich damals mal Nahrung drin. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich Cash sammeln und, genau. Ich wollte den leichten Weg nehmen. So, hier ist Nahrung. Das ist nicht das, was ich suche. Und weiter. Da könnte eine Spule drin sein. Oder auch zwei. Ja, ich weiß, hier gibt es so viele zu looten, aber ich will ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, kontrolliert looten, aber. Alter, ich hab mich jetzt gerade. Schrei mich nicht so an. Ich bin gerade erschrocken. Ich wollte doch bloß ein bisschen Cash abholen. Was soll das? Oh, da sind welche tot. Wer war denn das? Ja, ich weiß es nicht. Irgendein schwingende Bestie. Alter, ich hab doch gerade was. Sorry, die Nahrung geht weg. So geht er weg. Na, hier sind auch keine Automaten. Naja, gut, ich kann, wie gesagt, das alt abreißen. Ja, das ist mir ja bewusst, aber. Oh, hier sind die besseren Sachen. Sag mal, kann ich auch? Nee, kann ich nicht. Es wäre besser, wenn man so die Sachen verkaufen kann. Warum sollte ich die auseinandernehmen, um die zu verkaufen? Komprimierter. Haben komprimierter. Das ist mir doch egal. Ich will Stuff so verkaufen. Das wäre viel besser, oder? Oder was sagt ihr dazu? Einfach denn da rangehen, die Sachen so wie sie sind, wieder verkaufen. So einfach. Zack, bums. Warum muss ich die auseinandernehmen? Ich will das nicht. Oh, Karten. Die kannst du auch bloß auseinandernehmen. Was soll denn das? Was soll ich denn damit?
Und dann sind die nur schweineteuer. Verdammt nochmal. Krise. Anni. Ich hoffe, wie gesagt, dass es die hier auch gibt. Und dass die auch bezahlbar sind. Hier 1000, Alter. Ihr habt doch wohl einen Link am Wandern. Wandern ist das Müllers Lust. Ich glaube, da muss ich noch mal ein paar Mal poolen gehen, wa? Wenn ich mir das leisten will oder so. Aber ich glaube, ich kriege eher einen Bruch. Und zwar der Leiste. Das kann ich mir leisten. So, In your face. Oh, ich muss mal... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal das Schwert reparieren, wa? Aber das ist noch... voll scharf. Das ist ja auch ein Laserschwert. So, hier nicht. Wo war denn? Das war doch hier oben, oder? Ach nee, das sind bloß zwei. Ich wollte gerade sagen, ist das unser Freund wieder? Rennerweise. Oh, Fischzeug. Und hier hast du die Angeln. Aber keine Wabbler. Naja, gut, wo kriegt die denn jetzt her? Hier schon mal nicht. Bei Nahrung vielleicht oder so? Keine Ahnung, gewiss nicht. Vielleicht findest du es bloß im Anglerdorf. Oh, das kann sein. Im Dorf, wo sie angeln. Da würde sowas Sinn geben, oder? Ich glaube, das müssen wir mal kontrollieren, wenn wir die Zeit haben. Warten Sie mal. So, jetzt. Na, hauen Sie doch mal zu. Ich warte doch noch. Immer mitten in die Busche. Du Lusche. Oh, die sind ja tot. Ein Hammer. Ist ja der Hammer. Krieg zum Schluss noch mal Cola, aber das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Naja. Hätte ja sein können. Ah. Also kann ich mir nicht leisten, ne, Scheißendreck. Guck mal, jetzt wird es günstiger. Ja, das ist günstiger geworden. Krass. Also nicht beim ersten Mal kaufen. Immer warten. So viel Zeit habe ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich letztes Mal eh zu viel Geld sparen können. Naja. Düng, düng. Gut, wie gesagt, ich hätte jetzt hier erstmal richtig schön durchlooten können. Aber das war ja jetzt ja nicht mein Grund. Also... deswegen bin ich ja nicht hergekommen. Mein Grund war eigentlich der Wabbler. Aber der wabbelte nicht. Er wurde mir verwehrt. Por favor. Oh. Na denn. Nee, du, geht nicht. Ich hab keine Zeit. Also ich hab schon Zeit, aber nicht für dich. Oh, warte mal. Könnt ihr ihn ja mal hier wegmachen? Und ich glaube, ich habe ja noch so questenmäßig.
Entschuldigung. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich die Questen überall abgeben kann. Ach nee, jetzt sind ja nur die Händler. Hier ist eh mal das mit dem Kreuz. Und das zweite Mal mit dem Kreuz. Alter, die haben es mit ihrem Kreuz, wa? Aber das ist auf der anderen Seite, da kann ich nie hin. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ab nach Hause. Ich wollte es gerade sagen, das ist ein gelber Automat. Du bist gelb. Keine Zeit. Ich habe gesagt, keine Zeit. Ich muss nach Hause. Ich muss noch Sachen aufstellen. Ich muss noch den Flammi bauen. Ohne den Flammi. Und es ist kalt. Da sind zwei Fässer. Die müssen mit, sonst wären sie alt. Jo. Oh, Alter, da hinten sind nochmal drei. Jetzt will er so ein Ding. Also Benzin sollte wirklich nicht das Problem sein. Also, wenn wir nach Hause kommen. Das behaupte ich jetzt mal einfach mal so. So frei von der Leber. Nix. Gar nichts. Na gut, Leute. Passt auf. Ich würde sagen, ich kutschiere uns schon mal nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Ist ja heute so semi ein bisschen was passiert. Naja, gut, ich habe Sachen eingesammelt. Muss ja gemacht werden, ne? Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen und seid auch bei der nächsten Folge dabei und dann ist Horde. Und ich sammle hier nochmal ein bisschen Benzin, kann ich ja machen. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.